Willkommen, liebe Leute, zurück zu Assassin's Creed. Nicht wundern, am Anfang werde ich eventuell noch ein bisschen lispeln, weil ich gerade noch einen Pomol am Essen bin. So, wir sind wieder hier in Assassin's Creed. Wo haben wir das letzte Mal aufgehört? Wir haben die Klinge reparieren lassen. Bei Stürzen gedrückt halten. Ach, ich kann nach Vorsprüngen greifen, das hätte ich mal früher wissen sollen. Egal. Auf jeden Fall. Machen wir weiter mit Assassin's Creed. Die Story hat mich ein bisschen gepackt, deswegen ich muss jetzt irgendwie immer weiterspielen, 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 und weiterspielen. Ja, ich glaube, das ist hier drin, oder? Ich glaube mal, dass die hier drin sitzen werden. Warte mal. Ausprobieren. Boah, geil! Ist das mal Hammer? Lol, das finde ich cool. Okay. Ich würde gerne rein. Ja, wunderbar, zwei Kisten unbewacht. Kann ich mal eben ausrauben. Mehr Florin heißt mehr Florin heißt mehr Florin. So, hier drin kann ich nicht rennen. Das heißt, ich komme hier nicht schneller raus. So, außerdem werde ich jetzt mal eben zu einem Onkel Doktor gehen. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Und werde mir Medizin holen. Drei Stück. Ja. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. So. Jetzt bewegen wir uns. Oh shit, da sind schon Wachen. Oh. Okay. Oh, verdammt. Okay, wir müssen echt aufpassen. Wir werden überall gesucht. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn aufgehört? Dass wir jetzt... Ja, doch, bei der Klinge. Wir haben die Klinge angefertigt. Da haben wir unseren ersten Mord begangen. Mit der Klinge, mit der versteckten Klinge. Wo haben wir denn? Genau, da haben wir sie. Lass sie mal... Zeig sie mir mal. Ja, genau. So, jetzt die Frage... Aha. Wunderbar. Meine Frage hat sich gerade schon... Meine Frage hat sich schon gerade beantwortet. Ich wollte mich wissen, wo der Schatz ist. Er ist direkt unter mir gewesen. Gib mir die Florin. Na. Ja, Leute, ich muss noch mal ganz kurz neu ins Spiel reinkommen. Entschuldigung. Okay, irgendwie bin ich gerade noch nicht ganz fit. Also ich meine jetzt gerade steuerungsfit. Leute, 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 das ist echt peinlich, fast, was ich hier gerade abziehe. Oh Gott! Was ist denn hier los? So, jetzt mal anständig spielen hier. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen von der Arbeit und bin noch nicht ganz warm, könnte man so sagen. Also. Was war das? Egal, ich frag gar nicht erst. Hoch mit dir. Komme ich da rüber? Klar komme ich da rüber. Moment. Kurze Neuaufnahme. Nochmal einen Moment. Ich habe nur mal kurz die Taste verlegt, mit der ich aufnehme. Wo muss ich denn? Entschuldigung. Ah, Leute, ich bin gerade irgendwie noch total verwirrt. Okay, Entschuldigung. Ich versuche mich gerade zu bessern. Wohin müssen wir? Dahin müssen wir. Alles klar. Alles klar. Da unten sind Wachen. Wunderbar. Scheiße. Müssen wir ein bisschen außen rum gehen. Ein bisschen weit außen rum irgendwie. Egal. Besser weit außen rum, außer als jetzt auf die Straße zu laufen. Habe ich gerade keine Lust drauf. Also machen wir es so. Genau. Genau, genau, genau. Hier haben wir so einen Strommast, obwohl es zu der Zeit, glaube ich, noch keinen Strom gab. Wunderbar. Ein Bogenschütze.
musst mich nicht sterben. Du musst mich nicht töten, meine ich. Du musst mich nicht sterben. Oh Leute, was ist los? Was hat das jetzt zu bedeuten? So. Ach. Richtig. Ich habe mich ein bisschen informiert. Ich glaube, es werden noch mehrere dieser Rätsel kommen. Und mir wurde gesagt... Oh, verdammt. Nein, hier will ich nicht hin. Mir wurde gesagt, ich solle mal auf Details achten. Okay, beim ersten Bild gebe ich jetzt zu, weiß ich es, was mir leid tut. Beim ersten Bild weiß ich es, danach werde ich, ich weiß nicht, was da noch für Rätsel kommen, werde ich nicht sowas machen, habe ich nicht vor, mir irgendwas anzugucken. Vor ihm geht diese Taste echt nicht, oder? Doch jetzt. Ich will das gern nochmal machen. Okay. Hallo, ich bin... Bunga. So, denn... Wo kann man zoomen? Ne, irgendwo konnte man... Nein, das wollte ich nicht. Irgendwo ist zoomen. Und das Zoom meinte ich eigentlich nicht. Ich meinte eigentlich noch viel näher ran. So, da. Aha. So, Leute. In diesem Bild findet ihr einen Apfel. In diesem Bild findet ihr einen Apfel. Ha! Haha! Was? Passcode. 24568. Da frage ich, was? Okay, anscheinend. Okay. Interessant. Okay. Anscheinend setzt sich daraus irgendwas zusammen. Ein Film oder was? Egal, wir werden erstmal uns um die Story kümmern weiter. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Welche Taste war das noch gleich? Ich gab euch die Fertigkeit. Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Richter, Geschworener, Henker. Eine Kunstausstellung in der Santa Croce besuchen, Uberto finden und Rache nehmen. Dazu bin ich gerne bereit. Er hat immerhin den Vater und zwei Brüder getötet. Und vor allen Dingen dabei auch noch ein kleines, armes, unschuldiges Kind. Was nichts haben wollte außer Federn. Meine Güte nochmal. So. Ohne Umwege werde ich das jetzt erledigen. Ist jetzt scheißegal, ob da Wachen sind. Ja, fast egal, sagen wir es mal so. Nochmal Neuaufnahme. Ja, ich gehe schon. Da ist er. Lass mich. Ich schwöre. Ich bin gerade erst von der Küste gekommen. Okay, ich habe ein kleines Problem. Du entkommst nicht. Ich war es nicht. Ich habe gesündigt, das stimmt. Und dafür bezahlt. Lauf, schneller.
Oh Gott, schneller. Nein. Oh, verdammt, Hacke. Okay, kurz warten. Schreibt ein Mann dazu sich so... Ah, na klar, es geht um eine Frau. Warte mal, konnte ich mich nicht irgendwie... Genau. Ich konnte mich zu denen zugehörig fühlen. Aber jetzt muss ich da trotzdem hoch. Oder? Muss ich hier hoch? Ja, ich muss hier hoch. Okay. Und jetzt? Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich.